Lüften. Das hat ein bisschen länger gedauert. Entschuldigung, bitte. Sorte, drei kleine braune. So, bitte. Jetzt Zucker, bitte schön. So. Also. Grüß dich. Ja, ja, servus, servus. Servus, gute. Du, ich freue mich, dich zu sehen. Servus. Ja, okay. Wann haben wir uns zuletzt gesehen? Ja, was? Was? Letzten Samstag? Letzter Samstag war mein... Sag mal, Edi, ja? Leidest du auch so unter dem Föhn? Nicht, frag mich nicht. Ich bin für keine Nacht schlafen. Okay. Gestern Nacht wieder nichts. Ein Schachtel Demestan, natürlich nicht die starken. 70 Milligramm. Und dann ein paar Rohypnol zum drüberstreuen und dann Mogadon in Wasser aufgelöst. Ich trau mich nicht. Ja, komm, Edi, mach das gemütlich. Ja. Du, sag mal, weißt du übrigens, Edi? Ja, was ist Edi, dass du mir eines der liebsten Familienmitglieder bist? Ja. Du weißt, ich kann doch sagen, woran das liegt. Das liegt an der inneren Herzensbindung. Ja, deshalb wollte ich dich auch fragen, Edi. Mach mal bitte einen Vorschlag für eine erstklassige Jause. Ja, entschuldige bitte, du kennst doch mein Angebot, bitte verzeih. Da haben wir hier einen Topfenstrudel, nicht wahr? Nussberger Lohntorte, nicht wahr? Na bitte, ne? Lacht weißt mich du? Nicht im Mindesten an. Ah, nicht? Das ist aber... Nicht bitte, dann wäre eine Cremeschnitte hätten wir da, dann Indianerkrapferl, nicht wahr? Opfestrudel, Weintraumschnitte, nicht wahr? Regt meine Magensäfte auch nicht im Mindesten. Auch nicht, naja, dann ist ja... Da bitte vielleicht was Salziges, verstehst du mich? Was? Schinkenkipferl hätten wir da, nicht wahr? Oder dann Sandwiche, nicht wahr? Sandwich. Und dann hätten wir eine kleine Portion Lachs, würde ich empfehlen. Ja, bitte weiter, Edi. Also dann habe ich nur Frankfurter, nicht? Was bist du denn verrückt? Was hat der Debrecener? Frankfurt, das mir, wo ich selbst einen Pavillon, einen Wurstpavillon aus Glas, Drehbar, am Wiener Brunnenmarkt betreibe. Pavillon, früher hat man Würstelstand dazu gesagt. Was erzählt keinen Blödsinn? Ja. Pavillon des guten Geschmacks. Ja, ich frage dich, wo gibt's denn das noch? Ein Pavillon, Besitzer und Teilhaber, der gleichzeitig Professor und Doktor der Freien Universität Rytterswil ist. Bitte, diese Walzen kenne ich doch. Was heißt Walzen? Walze bitte nie! Bitte, wie wäre es mit einem kernweichen Ei und ein Butterbrot mit ein bisschen Schnittlauch? Wirst du mich vernichten, ne? Du wirst mich vernichten, ne? Hast du nie gehört? Ei, Cholesterin und Salmonellengefahr? Halb so gefährlich wie deine Würstel, nicht wahr? Ich habe etwas Leuten gehört, nicht wahr? Dass bei dir abgelaufene und umgepackte Würstel, nicht wahr, entgelagert werden. Bitte. Was du alles Leuten hörst, es kommt ja vor, dass man in deinem Alter pathologische Geräusche hört, ne? Also bitte, dann sage ich Hemendex. Ja, wenn dir das auch nicht passt, dann musst du das Lokal wechseln. Edi, einen Ton hast du in der letzten Zeit. Also es ist kein Wunder, dass mir den Kommerzialrat-Titel aberkannt hat. Ja bitte, also entschuldige, was ich doch... Ach Gott, ich wäre ja schon längst oben gemütlich in der Wohnung, wenn ich nicht durch ein Gasgebrechen kulinarisch obdachlos geworden wäre. Ja. Sie haben uns die Gas abgedreht, ne? Die Zizimaus hätte nichts kochen können. Nicht? Wenn ich nicht zufällig einen Elektrospeicher hätte, hätte ich mir auch in der Früh woanders baden und waschen müssen. In einem dieser öffentlichen Badehäuser, Maria-Hilfer-Gürtel, waren die Mädel von unten bis oben mit dem Schwamm. Na, weißt du, was wie redest teuer das du ist? Doch na, es Herzen ist deprimierend. Ja, deprimierend. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein sensibel bist. Aber geh, zuschauen müssen, wie die Zizi mit ihren schönen Stöckelbäms, die ich so gern habe, bis über die Bäms, etwa im Schutt von dem Zement, von dem Stämmen stehen muss, anstatt dass sie mir die Winterkollektion vorbereitet. Da immer zuschauen müssen, das ist deprimierend. Ja, sag mal, und auf die Idee, dass du vielleicht mithelfen könntest, da bist du nicht gekommen, was? Bist du denn verrückt? Ein Doktor, Professor der Freien Universität Rytterswil? Du hättest ja unterzeichnen müssen, in Rytterswil selbst. Dass ich einen gewissen Lebensstil führe und dauernd durchhalte. Die sind sehr streng, hat der Teddy Zabraski gesagt. Ne? Die schicken so... Die schicken sogar Kontrolleure aus. Mhm. Na, schau her, schon wieder Pause. Ja. Ne? Was heißt schon wieder Pause? Ich glaube, ich habe die Arbeit in Ihrem Haushalt schwer unterschätzt, Herr Doktor. Sonst wäre ich nie so leichtsinnig und freiwillig für den Silvio eingesprungen. Ja. Es wäre halt ein Biergut auf den vielen Staub, den ich da schlucken müssen. Bier während der Arbeit? Edi Kracherl, aber bitte kleines. Ja? Spuck dir in die Hände, Silvio, damit alles, Bernie, fertig ist, wenn ich dann nach oben komme.
Ach du, das ist schrecklich. Wie ein feinnerviger, intelligenter, hochsensibler Mensch. Wie ich, der demnächst sogar Mitglied des Club of Rome werden soll. Unter diesem Anblick leidet. Es ist merkwürdig, dass Ihre Frau überhaupt nicht drunter leidet. Hm? Die hat überhaupt keine Zeit, darunter zu leiden, weil die fährt gerade oben mit einem nassen Fetzen durch die Wohnung, damit der ärgste Schmutz und Staub wegkommt. So, oh, bitte schön, ja. Das Kracher, bis der Kassel dazu ist, ist nicht notwendig. Ja, ja. Teil dir das schön ein, Bernie, damit du länger hast. Da ist doch nichts dran an so einem Flascherl, bitte. Ja, so. Und jetzt an die Arbeit. Weißt du übrigens, dass das Wiener Leitungswasser das Beste der Welt ist? Soll demnächst auch in Flaschen abgefüllt werden. Ich hoffe, da auch geschäftlich mitzumischen. Du bekommst es ja noch gratis. Denk doch einmal nach. Think about that. Nicht? Wie die Scheichs im Orient, was die für ein Doppelliter Leitungswasser zahlen müssen. Sei froh und glücklich, du hast gratis. Bin ich. Herr Chef, das ist das letzte Mal, dass ich für einen Kapitalisten was arbeite. Ich weiß, warum die so viel haben, weil die nie was rausrücken. Hast du jetzt was gesagt, Bernie, oder habe ich mich verhört? Na, Sie haben sich bestimmt verhört, Herr Doktor. Bei Ihnen verschlägt sogar mir die Sprache. Ja, also bitteschön, hurry on, geh hinauf, damit alles fertig ist. Hurry on, Bernie. So, also nachdem dir deine asoziale Ader geschwollen ist, aber was... Was willst du jetzt wirklich essen, bitte? Ja, du, ich würde sagen, Bernie, ein bisschen Lachs, ja. Lachs? Ja, Moment, nicht hudeln, du bist doch Gastronom. Also dann nicht mit Weißbrot, sondern mit getoastetem Schwarzbrot, ne? Bitteschön, und keinen Oberskrähen, ne? Das letzte Mal hast du mir als Oberskrähen gezuckerte Schlagsahne draufgegeben, ne? Das ist ja kein Wunder, dass man dir den Kommerzialrat-Titel aberkannt hat. Und dann, Edi, bitte. Was ist denn schon wieder? Tut, was du willst, du bist Gastronom. Ja. Kapperln, aber nicht die großen Taubeneier groß. Die kleinen. Wünsche hast du wie ein frisch gefangter Gourmet-Kritiker. Ton, Edi, und einen Glaserl Sekt. Aber bitte trocken. Ja, und dann besser Champagner. Der Teddy Zabraski trinkt da einmal. Bitte, Champagner haben wir keinen. Hast du noch Wünsche? Ja, Rechnung, bitte Einladung des Hauses Janik. Für ein Familienmitglied in Not. Das ist nicht so. Es war wirklich unerwartet gut, meine liebe Edi. Unerwartet, aber ein bisschen Bräserl haben wir noch. Unerwartet gut. Du, Edi, du weißt, ich bin ein strenger, aber ungerechter Richter. Ne? Also bitte noch ein Glas, Edelein, als Spende des Hauses. Ne? Bitte. Also bitte entschuldige, du reißt mir das Beuschel heraus. Also, ja, wir haben heute überhaupt noch kein Geschäft gemacht. Du zehrst den ganzen Reingewinn auf. Aber Edi, jetzt erzähl doch nicht. Du hast doch mit du mich Geschäft genug gemacht. Sei doch nicht immer so pingelig. Du bist pingelig, wie der Adenauer immer gesagt hat. Setz dich zu mir, trink mit mir ein Glas. Der Herr da drüben, der will Glas Wasser zu seiner Melange. Naja, warum auch nicht? Bitte. Man muss ja wirklich um eine kreative Jausenpause machen. Nur schade, weißt du, bitte. Ja, darf ich mal? Entschuldige, Edi. Aber so war der Föhn, weißt du? Also bitte schau, dass der Otto die Verwandtschaft, diese böhmischen Verwandten noch nicht da sind. Ne? Ich meine, da wäre es ja viel gemütlicher. Mhm. Ne? Du sag mal... Ja, sprich dich aus. Was sagst du zu Petra? Oh, zu Petra, ne? Ja. Also, wenn du mich fragst. Also die Lafitz haben mir das Mädel total verzogen. Ne? Der Nix hat sie doch erreicht. Im Leben immer überall durchgefallen. Ja, ja, ja. Und dann dieser Rettungsflug, der Ambulanzflug, sag ich mal, zum Bertel. Nicht wahr? Schließlich die Flucht in die Promiskuität. Bitte? In die was? Promiskuität. Na geh, Edi. Du sollst ein paar Nachhilfestunden. Geh doch in die Volkshochschule. Die machen doch Nachtkurse. Promiskuität, Männergeschichten. Ja, aber man soll ja nicht darüber reden, sagt die Hilde immer. Ne? Ja, das sagt ja die Otti auch. Und jeder weiß es, nicht wahr? Ja, nur die Mutter nicht. Ne? Und der Elfi soll man auch nichts sagen, damit das Glück mit dem David nicht getrübt wird. Dabei kann man ihr doch sowieso nicht helfen. Du weißt nicht, also ich habe so das Gefühl, dass die Elfi da, das ist eine sehr resolute Person. Ich glaube, die wird mit diesem Problem viel leichter fertig als der Franz. Der Franz wird das schon, mit dieser blöden Geschichte mit der Dagmar nicht fertig. Was? Natürlich darf er bitte nichts erfahren. Nicht?
Du weißt, das könnte mir gesundheitlich schaden. Also du, ich weiß nicht, dass ich es ihm vorhin am Gang erzählt habe, nur hat es ganz gut vertragen. Was, bitte entschuldige, du hast ihm am Gang beim Vorbeigehen erzählt, dass seine Enkelin mit einem Süchtigen, also zusammenlebt. Dabei ich habe meine Empörung ins Gesicht förmlich geschleudert, von Pupille zu Pupille. Nicht wahr? Dass ich da lebe mit einem 10 Jahre jüngeren Mann, der gerade erst die Matura gemacht hat. So ein Giftler. Entschuldige, ich finde das arg. Ich finde das sehr, sehr arg, dass du das dem Franz erzählt hast. Wirklich wahr. Aber ja, wirklich, das ist also. Ja, du, wo er sich jetzt gerade also erholt hat wieder. Du, der Franzi ist hart im Nehmen, wie Cassius Clay. Ja, aber der ist nicht nur hart im Nehmen, der Clay, sondern auch hart im Geben. Ja, der Franzi auch. Ja, aber ich könnte nur sagen, also, es hat alles seine Grenzen, mein lieber Franzi. Oh, Servus, grüß dich. Servus, Kurtele, du hast ja keine Ahnung, was wir für einen Dreck hinaus befördern. Mein armes Schatz, hast du geschoben. Ja, und stell dir vor, mittendrin ist auch dieser blöde Staubsauger eingegangen. Es war schrecklich war es. Ja, ohne meinen Bertile, da hätte ich überhaupt nicht, wäre ich erschossen gewesen. Sie Maserle, sag mir das bitte nicht. Ich bin heute völlig fertig durch den Föhn und alles. Der ganze Sonntag ist wieder passiert. Es erhebt sich die bittere Frage, wie wirst du morgen den Frühstückskaffee machen? Nein, kein Problem, Kurtele. Nein. Ich habe ja noch einen Elektrokocher in Reserve. Und bei uns in der kleinen Konditorei haben sogar so viel, dass sie ihn verkaufen müssen. Bernie, wär nicht frech. Meine Ruhe und meine Ordnung ist mir etwas Heiliges. Ach, Edi, bitte, ein großes Mineralwasser mit viel Zitrone. Ja, Moment. Pick die Zunge am Gaumen. Schatzele, ich will dich. Gib mir einen Minibus. Da hast du. Noch eins. Du, ich will dich nicht beeinflussen, aber das Wiener Leitungswasser. Ist das Beste der Welt. Ja, siehst du, sogar der Bernie weiß das, nicht? Und es soll demnächst auch in Flaschen abgefüllt und verkauft werden. Nun siehst du, das ist wahr. Und schau, stell dir vor, Zitzerle, du hast's gratis. So, bitteschön. Was soll ich damit? Eine kleine Spende des Hauses. Oh, bitte, Edi, das ist aber lieb. Schön, das ist sehr lieb. Sehr nobel, Edi. Sehr nobel.